So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Heute gibt es mal wieder ein Ranked Game in der Solo Queue. Ich bin gerade wieder Gold 5-0 LP und ich habe ja gesagt, ich wollte ein bisschen die Champions durchswitchen. Masui hat wahrscheinlich beste Erfolgschancen, aber ich habe das Problem, wenn ich zu lang immer nur ein Champion spiele, habe ich so ein bisschen so eine Midlife-Midgame-Crisis und habe so ein Phänomen, dass ich einfach aufhöre zu gewinnen. Warum auch immer. Und dann brauche ich ein bisschen Abwechslung, dann komme ich wieder auf den Char zurück oder auf den Champion zurück, dann bin ich wieder gut und ja, es ist so ein bisschen seltsam. Ich dachte, ich gehe ein bisschen Champions durch. Ich bin gut Gold 5, 0 LP. Ich denke, ich kann auch ein bisschen verlieren, bevor ich absteige, aber ich gehe mal davon aus, dass es einigermaßen okay auch ausgeht und ich gehe ein paar Champions durch. So, und heute dachte ich, bin ich mal an Y, aber ich habe die auch wegen dem Gegnerteam ausgesucht. Weißt du, so ein bisschen Bruiser, bisschen Damage, bisschen Tank. Guten Engage, die sind alle sehr unmobil hier. Und da dachte ich, dass Y ganz nice ist, weil Y ist im Gegensatz zu denen mobil. Mit ihrem Q. So, ich habe Y noch nicht hier in dem Jungle gespielt. Ich habe Y schon lange nicht mehr gespielt, aber ich denke mal, ich krieg das noch hin. Ja, ich mach's mal hier den weg und dann. Ja, kriegen wir schon irgendwie. Y ist eigentlich ein gutes. Eine gute Olle. Die kloppt ganz gut rein. Ich wechsle mich hier auch ein kleines bisschen übrigens mal ab. Bei dem eben auch denken, dass ein Autodeck-Reset ist und bla 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 bla. Egal, kriege ich hin, denke ich. Aber ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen slow hier im Jungle. Und ich kriege auch ein bisschen viel Schaden. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich einfach ungeübt bin mit dem Positionieren. Aber ich denke mal, bei dem Gegnerteam ist das ganz gut, weil Xerath, Unmobil, Jax, New York. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Jungle Mobs nicht besonders hier die da verprügeln, mich immer. Komm schon, Level 3. Ja. Manchmal habe ich aber auch eine Auto-Attack-Cancel. Egal, ich denke mal, war jetzt ganz gut für das Game. Gut fürs Game, gut fürs Matchup und. So, klappt mich hier so ein bisschen durch und dann mache ich jetzt gleich den Buff. Weil die Lanes sind gerade gepusht, gibt nicht viel zu ganken. Rise, okay, läuft. Ja, ich hole meinen Blue Buff. Was haben die? Ach genau, den Massi als Jungle. Aber mit Flash und nicht mit Exhaust. Massi mit Flash, das lobe ich mir. Gut, dann manchmal mache ich echt einen Cancel rein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh lol. Die Auto-Attack an jetzt unter einer Y. Schade. Ja, Jax Level 3. Komm schon, jetzt dreht er sich einmal. Gut. E zuerst skillen, glaube ich, dann die Q. Ja, EQW. Ja, ich baue die ein bisschen. Ich baue die ein bisschen. Black Cleaver. So Bruiser-mäßig halt. Vielleicht ein, zwei Tank-Items. Mal gucken. Aber. Ja. Partiell auf Damage. Master Yi Botlane. Ich verstehe das nicht. Als Master Yi würde ich jetzt da nicht hingehen. Weil der Gank eh wahrscheinlich nichts wird. Auch wenn die den nicht sehen würden, die würden trotzdem wegkommen. Weil Master Yi, der hat ja kein CC und kein Gank. Ich habe immer noch Exhaust mitgenommen. Zum Slow oder so, aber. Der Master. Na, ich weiß nicht. Die haben keinen Stun. Yana kann die nur hochwirbeln und die können einfach Master Yi weglaufen. Der Master Yi macht halt auch keinen Schaden am Early Heal. Ich verstehe nicht, warum der Master Yi gerade da stand. Vielleicht bin ich aber zu boosted, um das zu verstehen, aber. Oh Gott. Alter, die verprügeln mich hier, die Viecher. Ja, ich guck mal, ob ich jetzt in der Mitte irgendwie, vielleicht, na, vielleicht hat er jener mit hier die Krabbe gemacht, dass ich mich irgendwie hochheilen kann. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Sustain und ich bin einfach nur zu boosted dafür. Gucken, habe ich hier ein bisschen, ne, die Pflanzen, ja, okay, ist gemacht. Ist, gemacht.
Ansonsten, unsere Botlane ist am Pushen. Ich muss mich erstmal an Dings gewöhnen hier, an Y. Mal gucken, ob Xerath bleibt. Nee, du doch nicht. Ja, okay, das ging ja gerade. Xerath ist Mist. Nee, Xerath ist wieder da. Ich gehe mal weiter durch den Jungle. Weil jetzt zum Beispiel würde ich auch wieder sagen, wenn ich jetzt hier oder hier stehe oder hier oder hier, bringt nichts. Brauche ich gar nicht ganken, weil bringt nichts. Verdammt. War ist ein bisschen träge. Ich glaube, ich habe ein bisschen Problem mit der Auto-Attack-Animation von der. Die brauchen leider ein bisschen, bis ihre Auto-Attacks durchhaut. Das ist nicht so gut. Da ist ein Pink Ward gecleared worden. Red Buff spawnt gleich wieder. Ich gucke mal, ob ich mit zur Mitte komme. Nice. Dann holen wir uns hier Sachen. Habe ich Smite? Ja, habe ich 180. Got it. Ja, ich bin aber auch ein bisschen low. Das ist auch ein bisschen. Na, vielleicht können wir da ja was machen. Ich hab mal meinen Ulti. Ich dachte, ich snacke ihn mir. Ich dachte, ich snacke ihn mir. Reicht das noch oder macht das Vieh mich? Ich glaube, das Vieh könnte. Ich meine, ja, ich versuche mal nicht so viel zu moven. Ich kenne immer die Auto-Attacks. Ich trottel. Na, ich krieg den noch. So, jetzt gehe ich back. Hey, sieht okay aus. Sieht okay, sieht gut aus. Den und den. 207, nichts zu machen leider. Vielleicht kann ich ganz spontan Pinkort holen für zwischendrin. Jetzt gehe ich hier runter. Schade, ich hab den Ulti. Schade. Das fand ich gut, kam aber weg und die haben den dafür unten gekillt. Ich bin auch auf dem Weg. On my way. Beide Level 6 haben aber keine Ulti. Schade. Leider habe ich kein Ulti. Aber man kann ja mal ein bisschen kitzeln. Oh, der macht den. Hat er Blue Buff gehabt? Ja, hat er. Ich stelle da mal was hin. Macht das wie hier. Komme ich gleich in meinen Red Buff. Was? Jax ist geleakt? Say what? Wir haben ausnahmsweise mal Glück. Ich meine, das kann ja auch mal passieren. Ja, was passiert? Also, diesmal haben die Gegner eine AFK. Soll ich die Folge hochladen? Ja, mal gucken, was das im Game noch wird. Vielleicht mache ich gar kein Edit-Gameplay hier draus, weil das ist ja einfach nur 20 Minuten Geschichte, wenn ich Glück habe oder. Also, ich bin da. Lass den jetzt kommen. Ich ernsthaft. Ach, schade. Ja, egal. Six macht's. Ja, geht schon.
Ich hatte gehofft, dass er nochmal zurückkommt und bin aber ein bisschen weit hier oben schon gestanden. Also sozusagen im Busch gewartet. Ich wusste genau, wenn die jetzt pushen, kommt er nochmal, aber zu früh. Das Problem war, ich habe meinem Q-Charge gewartet, weil Master Yi, der macht ja auch gerne mal sein Q. Ich weiß nicht, ich habe nicht drauf, ich wusste nicht in dem Moment, ob der es auf Cooldown hat oder ob der das noch frei hat. Und deswegen habe ich mit Q so ein bisschen zögerlich gewartet zum Reinjumpen. Ich habe mal auch eine E-Neck getroffen dann. Weil der kann ja einfach meinem Dings ausweichen. Ich gehe mal davon aus, dass es kein Game wird, wo ich sonderlich viele Highlights auch zusammenschneiden kann, weil nicht so viel passiert ist halt, außer es ein AFK war. Deswegen weiß ich nicht, was ich hier draus mache. So, vielleicht Bounce, den. No idea, warum Jax geliebt ist, aber. Hui. Na komm, lass. Komm, lass. Da war noch ein anderes Etwas. Ich glaube, ich brauche auch nicht so viel Dangelfarm, wie auch immer. Wir können jetzt hier ein bisschen einfach Ende machen und dann ist Finito gut. Der läuft. Chase ihn da hinterher? Ich hoffe mal nicht. Ich kann irgendwie Tor machen. Turm poken. Yo! The Six Push. Ah, meine Auto-Attacks, ey. Übel slow. No. Damn it. Oh lol. Die Ulti wurde gecancelt. Schade noch, der Heal. Aber die anderen sind noch nicht weggekommen. Ich habe denen ein bisschen Zeit verschafft. Aber das ist trotzdem nicht gut. Da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Die können auch zu viert gewinnen. Egal, wir passen ein bisschen auf jetzt. Ich hole mir hier die Boots. Oder haben die viel Xerath, Raven, je. Ich hole mir AD Boots. Also Rüstungsboots, weil der Xerath von denen hat nichts und ansonsten haben die nur AD. Ich dachte, die wären da besser. Killing ist ein bisschen Tank. Ich komme mit dem Farm nicht hinterher. Ich versuche hier die ganze Zeit mit zu pushen, mit zu helfen, mit zu irgendwas. Aber ich sollte mich ranhalten. Ich bin viel zu low level eigentlich. Ich bin viel zu low level als Jungler. Ja, ich hab schon mal gesmited. Ich wollte mich hochheilen. Oder auf möglichst full life rauskommen. Ich glaube, ich muss ein bisschen Level aufholen einfach. Ich bin viel zu low. Ich bin gerade mit 8. Ich push gleich mal Bot ein bisschen oder so. Aber ernsthaft. Ja, Team macht das aber auch. Die Gegner wehren sich aber gut, obwohl die zu 14 sind die trotzdem echt gut dabei. Ich wollte halt ein bisschen bei der Teamkonstellation die Stärke von sowas mobilen DY aus spielen. Ja, der macht nicht. So, jetzt bin ich schon mal Level 9. Ist schon mal was. Da ist ein Master Yi.
würde gerne ein bisschen aufholen am Level. Ich tingle mal ein ganz kleines bisschen hier im Jungle rum. Oh lol, die Gegner können da nicht mit. Der Yi stand auch drin, oder? Ja, die gehen back. Die gehen gerade weg. Jetzt sollte man ein bisschen nach vorne aufpassen. Vielleicht kann ich einen anderen Hit auf den Zaun machen. Turm machen. 1, 4. Und jetzt gehe ich ein Stück zurück. Ja. Wir sollten da etwas zurückgehen. Kann ich mir Schienen kaufen? Ja, kann ich. Ja, die wollen auch möglichst schnell beenden. Ich bin da auf dem Weg. Ich hole mir aber einen Schien. Ich bin viel zu weit hinten, ey. Normalerweise bin ich mehr am Farmen noch mit drin. Ich habe ein bisschen viel rumgetrödelt heute. Mein Level ist so low. Oh lol. Der macht's, die macht's. Ja. Gap the tower. Komm, mach den Turm mit. Ich hebe meine Ulti übrigens gerade mal auf. Ich mach einfach Turm. Ich habe das Gefühl, ich hätte ein bisschen mehr Angriffspeed in die Runen packen müssen, damit es sich Y gut anfühlt. Ich hab meine Ulti noch drauf. Da kommt schon Mini-Wave. Okay, das ist. Bam, klopp mal weg. Ja komm schon, wenn der hier jetzt rein wäre, ich hätte auf sein Q gewartet und dann... Komm schon, die clear die Kacke. Ja, naja, so die anderen clear. Gut, alle sind gerade back. Nicht mal reingehen. Hier 6. Eigentlich wollte ich auch die XP davon haben, aber. Komm, ich geb's dir den. Oh, 600, ey. Das ist mörderisch. Der steht da. Poke die einfach. Poke die einfach zurück. Ist mir egal. Gibt's noch einen Kill wenigstens. Black Cleaver, ich hatte Trinity, dann Black Cleaver und so weiter und so fort. Aber ich kümmere mich um die Türme. Ja, da brauche ich keinen Highlight jetzt rausschneiden. Also. Ist mal in einem Rutsch 20 Minuten. Aim. Aber das nächste Mal werde ich mir merken, falls ich Y spiele, ich werde Attack Speed nur runterpacken, weil das fühlt sich irgendwie sehr ekelhaft an. Ah, ich mach's einfach. Yo, Marcy, willst du's? Ja, komm, Ende. Gut, dann 25 LP oder so wieder, mal gucken. Sekunde. Jo, da werden wir 26 LP auf einen Schlag. Ich glaube, ich habe höchstens ein B oder so bekommen. Ich war viel zu underleveled und habe nicht viel gekriegt. Komm schon. B.
B, sag ich doch. Gut, dann, ja, wenn's ein ernsthaftes Game gewesen wäre, wäre ich mit 2 nicht gut drauf gewesen. Ich muss Attack Speed in den Rund packen. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lasst krachen und tschüss.